Hallo und herzlich willkommen. Ich fahre mal wieder Kampf um den Kurs und das gegen Deuced. Und zwar wieder auf zwei verschiedene Strecken. Eine von ihm, eine von mir. Die Strecke, die wir von mir fahren, werden wir jetzt als erstes machen. Und das ist N64 Marios Rennpiste. Und ich bin ja schon mal gegen Deuced gefahren. Und ich habe keine Ahnung, ob das wieder so gut laufen wird wie beim letzten Mal. Ich mag es stark anzuzweifeln. Es könnte genauso gut sein, dass Deuced mich diesmal 4-0. Also, es steht alles offen und, ja. Es hängt viel vom Luck ab oder auch nicht oder, ja. Das kann auf dieser Strecke alles passieren. Danach werden wir Varios Goldmine fahren. Die Strecke von Deuced. Und auf dieser Strecke geht der ziemlich ab und ich glaube auch nicht, dass ich da viel gegen ihn ausrichten kann. Aber ich fahre Goldmine, muss ich sagen, ganz gern und das könnte mir vielleicht auch helfen. Also, das ein oder andere Rennen zu gewinnen wäre mein Ziel, muss kein Sieg rausspringen. Ja, wie gesagt, Deuced ist ein guter Fahrer. Das ist keine Blamage, wenn man verliert. Denke ich zumindest. Da gibt es sicher unterschiedliche Ansichten oder so, aber ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ein bisschen außerhalb vom Windschatten bin ich, glaube ich. Hoffe ich. Und wenn das so bleibt, es würde mich freuen. Aber ich glaube, jetzt zieht er ran. Und auf dieser Strecke auf 1 zu fahren, ist meist sehr undankbar. Finde ich zumindest. Also es wird ein sehr knappes Match, glaube ich. Und an dieser Stelle habe ich schon wieder verkackt. Jetzt ist er wieder direkt hinter mir und es wird schwer. Es wird ganz klar schwer, obwohl jetzt bin ich direkt hinter ihm. Es könnte, ja, je nachdem, wo jetzt der Windschatten kommt, das wird jetzt entscheidend sein. Und, naja, das wäre lustig gewesen, wenn ich ihn da ins Offroad geschubst hätte. Wir betasten uns jetzt sozusagen gegenseitig. Und dann ziehe ich hier mal vor. Wenn er will, ziehe ich hier gerne vor. Mir ziemlich egal. Und jetzt fahre ich einfach links lang. Ja. Und das war schlecht. Das war ganz klar schlecht und das hat er gewonnen. Ah. Ich hätte den Stunt kriegen müssen. Dann wäre es eine gute Taktik gewesen, aber ich habe es verkackt, ja. Es tut mir leid, das war irgendwie schlecht. Aber ich merke, Deuced hat von seinem letzten Match definitiv dazugelernt. Und ja, auf dieser Strecke ist es schwierig, auf 1 rumzufahren. Zum einen, weil man sowieso auf 1 häufig failt und zum anderen, weil ein Windschatten auf dieser Strecke unglaublich viel ausmachen kann und meist auch Rennen entscheidend ist. Und ja, deshalb hat er eben natürlich versucht, mich nicht irgendwie reinzulassen und wollte mich sogar noch vorlassen und es hat, ja, ich hätte es auch beinahe taktisch klug gemacht, aber natürlich habe ich es dann wieder im Endstadium verkackt, so wie eigentlich immer. Ja, gut. Ihr seht, der Windschatten. Jetzt bin ich schon von ihm außer Windschattenreichweite. Das ist so viel. Und ich hoffe einfach, dass dieser Windschatten jetzt... Naja, das Rennen ist noch lang. Davon wollen wir jetzt erstmal nicht reden. Aber mal sehen, was dieser Windschatten jetzt bringt für das Gesamtrennen. Oh Mann. Also ich hier schon wieder teilweise für eine Gülle zusammenfahre. Trotz Windschatten nicht mal eine 36,6 oder so. Naja. Ich weiß nicht. Also den Stunt an der Röhre kriege ich meistens nicht so gut wie Deuced. Und eben ja auch gar nicht. Ist natürlich noch bitterer, wenn man den gar nicht bekommt. Und hier, das war auch nicht wirklich meine Meisterleistung gerade, aber... Vielleicht reicht's ja. Ich meine, Deuced ist auch kein allzu perfekter Fahrer. Ich meine, er fährt gut, ist klar, aber ich kenne keinen Fahrer, der im One-on-One wirklich durchgehend nicht failt. Also ein bisschen ist da immer dabei und auf sowas muss man hoffen, wenn man auf dieser Strecke auf 1 fährt, dass der Gegner einfach auch mal eine Fail-Phase hat. Und das ist, gerade wenn er knapp hinterm Windschattenreichweite ist, meist so, weil dann
Will man unbedingt besser fahren, um in die Windschattenreichweite wieder zu kommen. Und dann verkackt man es manchmal. Aber jetzt sieht das doch noch schon stark nach einem 1:1 aus. Ja. Das ist das 1:1. Wunderbar. Ich kann mich nicht beklagen über das Rennen. Der Windschatten, wie gesagt, sehr dominant, keine Ahnung, auf dieser Strecke. Ich glaube, ich müsste auf ein 2:2 im Non-Item auf jeden Fall kommen. Sonst wird es schwierig. Das heißt, jetzt noch eine Strecke gewinnen. Wenn ich jetzt diese nächste Strecke gewinnen sollte, dann steht Juice natürlich stark unter Zugzwang. Das wäre schon genial. Definitiv. Es würde mich freuen, wenn ich das Rennen hier gewinnen könnte. Danach das Rennen. Naja. Ich weiß nicht, wenn der Gegner 2:1 führt und es meine Strecke ist, ich fahre meistens im letzten Rennen nicht so ganz so toll. Aber, naja. Damit muss man leben. Und Juice lässt mich hier schon wieder vor. Und ja, er spekuliert darauf, dass er jetzt so einen 1337 Windschatten ziehen kann. Wie wir beide links lang fahren. Ja, irgendwie. Also, das Match hier spielt sich auf einem sehr engen Raum ab. Ich kann auch wenig dazu sagen, weil irgendwie, ja. Es ist komisch. Beide wollen keinen Windschatten zulassen und. Ihr seht, was dabei rauskommt. Also. Ich komme nicht vor. Und das war ganz gut. Das war definitiv hilfreich. Das sollte auch hoffentlich reichen. Aber wie gesagt, auf dieser Strecke spielt sich viel im taktischen Bereich ab und man muss nicht unbedingt so gut fahren können, um hier mithalten zu können. Und ich glaube auch, dass ich eigentlich auch schlechter bin als Juice auf der Strecke vom rein fahrerischen her. Aber wie gesagt, das Luck muss vorhanden sein und man muss taktisch die Oberhand behalten, dann geht das. Aber Juice, ihr merkt, der hat bei den Röhren schon stark aufgeholt. Er will sich hier den Sieg jetzt nicht nehmen lassen. Naja, was heißt den Sieg nicht nehmen lassen? Er will den Sieg nicht abgeben. Er will das Rennen nicht abgeben. So. Jetzt haben wir es doch. Und es wird, ja, okay, das dürfte aber trotzdem reichen. Er zieht jetzt nochmal den Doppelstunt und ich, nein! Oh, das war so dumm. Also das war, ach Mann. Ich weiß nicht, was das schon wieder sollte. Ich hätte einfach nur, ich hätte ja nicht mal den Stunt nehmen müssen. Ich weiß nicht, also der Doppelstunt, ich habe zu viel in Rückspiegel geguckt. Das passiert mir öfter mal. Bitter, ja, sehr bitter. Aber jetzt kann man es nicht mehr ändern. Ich versuche einfach jetzt das letzte Rennen noch halbwegs über die Bühne zu bringen. Und hoffe, dass das auch irgendwie klappt. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man als Zweiter auf Rennpiste vom Start an? Also, wenn ich Deuce wäre, naja. Manchmal hilft es einfach auch am Start rüber zu ziehen, wenn man Erster ist. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich am Anfang wieder den Wheelie ziehen sollte. Ja, okay. Manchmal kann man ja schon erkennen, ob der Gegner so ein bisschen. Schade. Ich habe gedacht, da hätte ich den Windschatten gehabt. Es war definitiv eng. Und das ist die Wolke. Juhu. Fahren wir am besten mal hier raus, die Just. Weil die Kurve ist nicht so toll für Wolke und so. Glaube ich zumindest. Also, in Kurven stehen zu bleiben, ist meistens sehr strange. Ich weiß nicht, die Wolke. Es ist schlecht. Ja, dann fahr mal. Auf geht's. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder außer Windschatten, leider. Aber ich glaube, er gurkt jetzt auch ein bisschen absichtlich, damit er die ursprünglichen Verhältnisse herstellen kann. Oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss hier definitiv jetzt nochmal irgendwo ranziehen, sonst sieht das sehr schlecht aus. Zieh, Funky. Also den Kurven hier könnte ich zum Beispiel Windschatten. Ja, und mit Gegendrift, ja. Okay, also das Rennen habe ich verloren. Die Strecke werde ich leider nicht behalten können. Es tut mir leid, und da ist der blaue Panzer. Super, klasse, wunderbar. Es ist so hilfreich. Und ich habe es mir schon wieder zweimal selbst verspielt. Das passiert mir in letzter Zeit irgendwie häufiger.
Vor allem im Kampf um den Kurs, ich gurke einfach zu viel. Und sowas macht sich dann auch leider bemerkbar. Ja. Juice könnte jetzt natürlich auch nochmal schön failen. So wie ich eben. Das wäre mal lustig. Aber es wird nicht passieren, das sage ich euch gleich. Schon wieder ein Loss. Also, ich habe diese Woche, glaube ich, schon 4 Strecken verloren und es ist demotivierend, definitiv. Und ich weiß nicht, was man machen soll. Jetzt versuche ich auch mal den Doppelstand zu kriegen. Ja, super. So nimmt man den. Ich habe keine Ahnung. Also, ja. Der Fail im dritten Rennen war definitiv ausschlaggebend und es ist bitter. Ich weiß nicht, warum ich da keinen Stunt bekommen habe und warum der da so hochgewheelt hat, aber es ist eigenes Unvermögen und über sowas soll man sich eigentlich nicht beschweren, weil es ist ja seine eigene Schuld und was soll man machen. Dennoch jetzt in dem Item GP sicherlich noch ein lustiger Teil dieses Let's Plays. Item GPs sind immer toll. Vor allem für die Zuschauer, denke ich, weil Non-Item-GPs, ja, die sind eigentlich meistens etwas unspektakulärer. Vom Fahren her mag ich sie eigentlich recht gerne. Aber ihr wisst ja selber, in Non-Item-GPs bin ich meistens etwas besser als in den Item-GPs. Was ich in solchen Matches natürlich, eher andersrum zeigt. Aber naja. Also wie gesagt, Just letztes Mal hat von mir wirklich eine 4-0-Klatsche bekommen, Non-Item, und diesmal, ja, ihm ist definitiv die Revanche geglückt.